Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe mal gerade eben eine Schnellreise hier in das Grenzland gemacht. Da haben wir allerdings Bekanntheitsgrad 1 und ich werde auch schon direkt gesehen. Da befindet sich aber auch eine Truhe, wie ich gerade feststelle. Das heißt, ich glaube, wir nähern uns gerade mal einem neuen Kampf. So, den einen hätten wir schon eliminiert und jetzt geht's los. So, den nächsten, der ist da gerade direkt mal umgefallen. Den haben wir einmal schön den Körper zerschlitzt. Aua! Auf den Boden mit dir! Und zack! Oh, das war nicht so gut. Ja, die sind, wie gesagt, etwas stärker. Die ganzen, diese mit den schottischen Röcken. Oder was das auch immer ist. So, jetzt aber. So, die wären auch jetzt alle Geschichte. Jetzt kommen noch die einfachen, die man auch direkt kontern kann. Zack. Oh, nee, doch nicht. Aber jetzt. Oh, und da hinten ist noch einer. Dann mal nachladen. Ah, das geht jetzt gerade nicht. Dann erschießen wir ihn mit seiner eigenen Waffe. So, jetzt haben wir mal zu Ende nachladen kurz. Fünf Gegner entwaffen ist eine Schlägerherausforderung, okay. So. Das wäre geschafft. So, das Pferd ist noch da. Das hatte ich nämlich vorgehabt zu stehlen. Und dann reiten wir geschwind zur nächsten Mission. Und hier ist auch mal so ein Hund, von dem ich mal gesprochen hatte. Oh, das war nix. So, aber jetzt. Da würde ich sagen, entwaffne ich mal gerade direkt den nächsten Gegner, wenn das denn funktioniert. So, der eine wäre erschossen von seinem Kumpel. Ach so, mit entwaffnen meinen die, glaube ich, dem die Waffe wegnehmen. So. Nein, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich das machen. Sag mal. Warum steckt der denn immer vorbei? Ist der doof oder so? Er schlägt immer vorbei. Sag mal. Kannst du dich mal treffen? Geht doch. So, das war der zweite. Oh, und was haben wir denn da vorne? Komm mal mit mir, Pferd, bitte. Komm mal kurz mit. Guten Tag. Kein Problem. So, Pferd, wo bist du? Jawohl, so mag ich das. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe den Text da oben rechts gelesen. Mit dem, dass man nicht so auf die Sporen geben kann. Weil ihn das Kraft kostet und so weiter. Weiß ich. So, da hinten ein nächster Trupp. Den lassen wir jetzt aber mal gerade rechts liegen, sozusagen. Und reiten weiter zur Mission, die ich mal gerade markiere. So, ein schöner Waldweg hier. Oh, ein Wapiti. Oh, ein Wapiti. Sehr schön. Die bringen sehr gut Geld. Habe ich gehört. Habe ich auch schon festgestellt. Ah, vorbei. Vielleicht jagen wir hier mal ein bisschen gerade. Die bringen nämlich echt richtig viel Geld. So, einmal kurz hier verstecken. Hier habe ich nämlich, glaube ich, einen gesehen. Einmal kurz Adlerauge. Nein, hier war keiner. Wie mir scheint. Oh. Sehr elegant, Connor, aber nicht das, was ich wollte. Na gut, dann nehme ich das mein Pferd mal wieder und reite auf diese Art und Weise weiter. Jetzt bin ich auch in einem anderen Jagdrevier. So, mal wieder die versteckte Klinge. Ausrüsten. Ach, guck mal, ein Hase. Lass ich mal gerade liegen, brauche ich ja nicht. Hasen gibt's immer genug. Oh, was sehen meine alten Augen da? Ein Sperrgebiet. Das finde ich sehr gut. Oh, nein, ich war hier nicht.
Jetzt sind die alle von mir abgelenkt. Jetzt gehe ich mal außen rum. Oh, schade. Ich dachte, das geht noch ein bisschen weiter so. Allerdings leider nicht. Gut, dann. Aua. Jetzt wieder das Schwert ausgerüstet. Weg mit dir. Und der nächste, der versucht mich unbewaffnet anzugreifen. Das ist ja nun wirklich nicht so schlau. Mann, oh Mann. Starke Gegner. Aber der Offizier liegt auf dem Boden und ist nicht ganz gestorben. Aber jetzt. Und der letzte, ich wollte eigentlich Verteidigung sprechen. Danke, geht doch. Und jetzt, zack. Oh, das war ein unschöner Stich. Das muss schmerzen. Hufeisen, wundervoll. Danke, Pferd, du kommst, du bleibst mir treu. Das Pferd ist das einzige Lebewesen, was mir in dieser Welt treu bleibt. So, und da liegen sie alle auf dem Boden, das finde ich sehr gut. Oh, komm mal, direkt ein paar auf einmal eliminiert. Ach richtig, ich soll die ja auch entwaffnen. Stand da ja vorhin. Das heißt, ich rüste mal. So, komm, greif mich an. Nicht du. Danke, das wollte ich, genau das. Sag mal, die haben auch keine Hobbys, ne? Aua, oh, das hat weh. Das war ein schönes Attentat. Und jetzt, liebes Pferd, da bist du ja. Das hält sich da immer schön raus aus diesen ganzen Gefechten. Oh, und da ist schon das nächste. Jetzt reicht's mir aber auch. So, mein Pferd, es musste ich jetzt verlassen. Denn dieses Gebiet ist hier besser mit den Bäumen zu begehbar. Das wollte ich sagen. Nein, nicht runterfallen jetzt. Das habe ich so gar nicht gesehen jetzt eigentlich. Oh, eine Feder. Die nehme ich mit. Federn finde ich schön. Ich sammle ja sowas, ne? Als Connor. Nicht in Real Life. Aber als Connor sammle ich ja so Federn. Hobbymäßig. So, fünf haben wir gesammelt. Jagdherausforderung 1. Super. So, dann mal weiter hier. Nicht runterfallen. War schon wieder die gleiche Stelle wie gerade eben, wo ich fast runtergefallen wäre. Gibt's ja nicht. Und jede Menge Hasen überall. Ah, ich dachte, den hätten wir hier noch nicht entdeckt, aber in diesem Gebiet gab es das schon. Ach, hier unten runter wollte ich gar nicht, aber dann gehen wir jetzt eben mal hier unten weiter. Sind ja jetzt nur noch ein paar Meter. Die könnte man eigentlich auch schon fast wieder so gehen, wie man das im echten Leben machen würde, aber wir sind ja hier nicht im echten Leben, können durchgängig rennen. Sind ein sehr durchtrainierter Assassine. Und deswegen nutzen wir das auch aus. Und sprinten da hinten hin in das Lager, wo wir den Commander in Chief das erste Mal auch, glaube ich, gesehen hatten. Meine ich zumindest. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Und da steht unser Vater. Das bedeutet nichts Gutes. Ich vertraue ihm auch immer noch nicht. Und so heißt auch die Mission. Missbrauchtes Vertrauen.
Harte Worte von Connor. Und jetzt sollen wir den alten Primärwald erreichen und nicht den Boden berühren. Doch ich glaube, das tun wir in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao. Okay, ich stelle gerade fest, ich habe doch noch ein wenig Zeit. Dann mache ich das noch schnell und renne mal hier gerade hier runter. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt genau machen müssen. Ich folge einfach mal. Aha, wir sollen Patrioten aufhalten und haben dafür ein Zeitlimit und dürfen nicht den Boden berühren. Hier ist dieses grüne Gebiet. Da reite ich jetzt einfach mal diesen Weg hier entlang. Und da ist auch, glaube ich, schon jemand. Ja, können wir den einfach umrennen? Ja, das hat scheinbar funktioniert. Okay. Der rote Punkt ist auf jeden Fall verschwunden. Ich weiß jetzt nicht, ob der auf der Minimap war. Habe ich nicht hingeschaut. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. So, du Hase, interessierst mich jetzt gerade eher weniger. Ich muss hier. Jetzt gebe ich die ganze Zeit nicht die Sporen. Ich muss hier meine Indianerfreunde retten da hinten. Ein Dreiertrupp, oh mein Gott. Und ich darf nicht den Boden berühren. Okay, dann nehme ich mal Pfeile. Ah, Mist. Das hat nicht geklappt. Jetzt reicht's mir. Entfernung zum Ziel verringern. Scheiße. Desynchronisiert. Das hat nicht geklappt. Dann noch einmal. Na. Ladescreen. Okay. Sporen geben. Na los. Gib alles, Connor. Jetzt haben wir noch kein Zeitlimit. Das ist ganz gut, aber ich beeile mich trotzdem mal lieber. Ich weiß nicht, ob die Zeit da auch so weiter tickt. Das sehe ich jetzt hier gar nicht. Leider nicht angegeben. So, also wir können den ersten können wir auf jeden Fall umreiten. Das hat schon mal ganz gut so geklappt, wie ich das geplant hatte. Aber bei diesem Dreiertrupp da, da darf ich nicht scheitern, da darf ich nicht vom Pferd runterfallen, sonst verliere ich zu viel Zeit. Nicht nur wegen der optionalen Mission. So, der wollte gerade sein Pferd noch schonen und erholen lassen. Jetzt ist er gestorben. Umgeritten von so schweren Pferdehufen, das ist bestimmt nicht so schön. Kann ich mir schon vorstellen. Na los, mach schneller Pferd. Dort hinten sind sie. Oh, ein Wapiti. Ne, Pistole ist glaube ich schon ganz gut. Aber mal den Säbel. Zack, und der letzte. Und jetzt du noch. Jawohl. Es hat geklappt. So, jetzt weiter. Oh, ein Fort habe ich gerade entdeckt. Das muss ich jetzt aber leider ignorieren, weil ich hier bei dieser sehr gefährlichen Mission bin. 3 von 7 Forts haben wir schon entdeckt. Oh, da hinten. Ein Einzelner. Der offenbar schnell wegreitet. Oh ja, sieht ziemlich danach aus. Nachladen. Wir müssen ihn mit den Pfeilen runterholen. Mit den Pfeilen, was sage ich schon? Ja doch, mit den Pfeilen war richtig. Na los, mach schon. Warum geht das jetzt nicht? Okay, wartet mal gerade kurz. Ich muss eine andere Waffe ausrüsten. Wie wär's mal mit dem Wurfpfeil? Näher hin, näher hin. Nein. Scheiße, jetzt waren wir so gut. Mist. Wie kacke. Oh Mann, das regt mich jetzt gerade so ein bisschen auf, dass wir den jetzt irgendwie nicht. Da muss ich, okay, da muss ich die Pistole nachladen. Sonst war es echt so gut. Scheibenkleister. Scheiße darf man eigentlich sagen. Ist ja, ne? Hab ich nicht. Hab ich nie gesagt. So, komm, jetzt mach schnell, Connor. Ich will diese Mission jetzt endlich schaffen.
Was macht mein Pferd denn da? Oh Gott, ich bin hier voll am Zittern. Ah, ist das eine Scheißmission. Ist geil auf jeden Fall, aber ziemlich schwer. So, der erste, kein Problem. Weg mit ihm. Den müssen wir ja quasi nur mal anstupsen. Jetzt mach schon, du Pferd. Ach Gott, oh Gott. Das ist jetzt wirklich nicht die Zeit, um zu trödeln. Sporen geben. Na komm schon, da hinten sind die drei. Nein. Scheiße. Ah, Mist. Das ist echt nicht gut. So, jetzt aber, komm schon. Irgendein Pferd. Haben wir halt jetzt nicht den Boden berührt. Ist mir auch egal. Haben wir halt den Boden berührt, so rum. Gott, ich bin hier echt völlig wuschig im Kopf. Komm schon, das Pferd ist schon ein bisschen ausgepowert. Das ist, glaube ich, nicht meins. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist aber auch nicht so wichtig. Jetzt gilt nur, diesen letzten da aufzuhalten. Das war ja auch wirklich der letzte. Hätten wir das geschafft? So, jetzt nachladen. Genau, das war das Problem. Was wir da hatten. Na los, jetzt mach schon und nachladen bitte. Komm schon, komm schon. Jawohl, jetzt noch einmal Sporen geben. Dort hinten ist er. Ganz nah. So. Boah. Boah. Puh. Krass, das war anstrengend. Meine Güte. Boah. Ich zittere immer noch. Aber jetzt kann ich wirklich nur noch sagen. War's das von dieser Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ja, das war's von dieser Folge. War doch ziemlich spannend, muss man mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zum Glück haben wir jetzt den Angriff auf unser Dorf verhindert. Allerdings müssen wir noch irgendwas erledigen, ich würde sagen. Aber das kommt in der nächsten Folge. Seid da mal sehr gespannt. Und ansonsten bis dahin und ciao. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen, ob Amerikaner bestimmt sind, freie Männer oder Sklaven zu sein. Unser unerbittlicher Feind lässt uns nur die Wahl, uns tapfer zu widersetzen oder uns jämmerlich zu unterwerfen. Heute entscheiden wir uns für die Freiheit oder den Tod.